willkommen in unserem WM-Loft mitten in Berlin. Wir dachten, wir zeigen euch mal ein bisschen, wo das Go Brazil-Team hier wohnt. Aber noch nicht alles zeigen, wir sind noch nicht ganz eingerichtet hier. Das ist das Wohnzimmer. Das wird dann auch unser WM-Studio, von dem wir jeden Tag berichten werden. Aber ist auch noch nicht ganz fertig. Hier haben wir Ben sitzen, der hat schon mal das Finale gespielt. Ben, wie haben wir gewonnen? 5:3 im Finale gegen Spanien nach Verlängerung. So kann es natürlich laufen. Wir gehen mal weiter. Ups. Auf den Balkon, da ist es nämlich schon etwas lauter, wie man mitkriegt. Und zwar sind wir hier mitten in Kreuzberg und hier steigt am Pfingstwochenende der Karneval der Kulturen. Da ist ordentlich was los, weil wir haben uns gedacht, WM startet, das ist uns noch zu lange hin. Und deswegen wollten wir euch zeigen, wie die WM-Atmosphäre hier in der Hauptstadt bereits jetzt am Branden ist. Und dazu gehen wir mal runter und schauen uns diesen Karneval genauer an. Im Loft 10 Meter über die Straße und ich stehe schon mittendrin. Hier gibt es Kaipi-Stände, hier gibt es ganz viele Fußballerhütte und vor allem, es ist extrem heiß. Ich fühle mich also quasi schon wie in Brasilien. Und jetzt geht auch gerade der Zug los, wie man sieht. Der Zug Nummer 1 hier, die brasilianischen Tänzer aus Berlin, zeigen schon mal, was die WM-Stimmung hier in Berlin kann. Stimmung. Deutschland ist Weltmeister. Noch nicht, aber werden. Werden doch, denke ich, haben wir gute Chancen. Ja, Brasilien auch, denke ich, ist ganz gut, aber. Aber am Ende gewinnen wir. Wir werden es schon schaffen, ja. In einer Woche geht's los. Ist hier schon WM-Stimmung in Berlin? Ja, sieht man, ja. So ein paar Leute laufen schon in Trikots rum. Und ich denke, nach und nach wird es dann auch immer mehr. Ja, es ist irgendwie einfach geil hier. Also zurzeit bei dem Karneval der Kulturen kann man alle Leute von der ganzen Welt treffen und es macht einfach Spaß. Bist du auch Fußballfan und feierst dir schon ein bisschen die WM vor? Ja klar, muss man. Ne? Also in einem Land so wie Deutschland muss man einfach mitmachen. Es ist einfach die Stimmung, die Leute, einfach alles super. Aquí Brasil y España, cara. Vamos a ganarla, vamos a ganarla. Venga, venga. Aber der größte Albtraum ist, dass Brasilien Argentinien ins Finale trifft. Da kann man nicht schlecht, da kann man nicht gut schlafen. Was sagt ihr als Brasilianer bzw. Russen hier, war von der Stimmung, die Fußball Deutschland hier in Berlin so verbreitet? Geht so. 2006 war mehr. Also wir halten fest, die Stimmung kann noch ein bisschen mehr werden, aber bis zum WM-Start sind es ja noch ein paar Tage. An sich läuft es hier schon richtig gut und wir wollen jetzt mal schauen, was der Gastgeber Brasilien denn so macht. Die hatten nämlich einen letzten Test zu bestreiten gegen Serbien, bevor es dann richtig losgeht zum Eröffnungsspiel. Und wie sie sich geschlagen haben, das seht ihr jetzt. WM-Gastgeber Brasilien mit Superstar Neymar und der Generalprobe vor Turnierbeginn am kommenden Donnerstag gegen Kroatien. Testgegner Serbien sollte den Gegner des WM-Eröffnungsspiels simulieren und machte das mehr als ordentlich. Alexander Kolarov vom englischen Meister Manchester City mit der ersten Gelegenheit. 0:0 zur Halbzeit, die erste Hälfte ausgeglichen. Die Erwartungshaltung in Brasilien dagegen riesig. Der Rekordweltmeister tat sich schwer und musste einige Pfiffe über sich ergehen lassen. Die allerdings zumindest in der 58. Minute verstummen sollten. Thiago Silva serviert, Fred finalisiert. Die 1:0-Führung für den fünfmaligen Weltmeister. Und der legte auch noch nach. Hulk mit dem 2:0, Dengste, wurde fälschlicherweise wegen angeblicher Abseitsposition nicht gegeben. Am Ende blieb es beim knappen und glanzlosen 1:0-Sieg durch das Tor des Tages von Fred für die Seleção, bei der Wolfsburgs Luis Gustavo von Anfang an spielte und Bayerns Dante nur auf der Bank saß. Fazit, Generalprobe eher qualvoll als wirklich gelungen. Ja, die Generalprobe für Brasilien noch etwas holprig, aber wir wollen jetzt mal schauen, wie es denn im Land aussieht. Und dazu haben wir jetzt ein Date mit unserem Kollegen, der vor Ort ist beim deutschen Mannschaftsquartier. Die sollten langsam angekommen sein. Wir fragen einfach mal nach. Ich rufe einfach mal durch. Es klingelt. Da ist er. Grüß dich. Sehr schön. Schaut doch gut aus. Das schaut gut aus. Und hinter dir sieht es auch gut aus. Anscheinend bist du echt in Brasilien angekommen. Ja, es ist sehr angenehm hier. Wir haben ein laues Lüftchen bei gut 25 Grad. Ah, ist nicht so drückend, wie es erwartet war. Es ist recht angenehm. Kann man aushalten hier. Sieht gut aus. Also genau andersrum. In Berlin ist es gerade sehr heiß. Aber wie war denn der Flug und so weiter? Ich habe gehört, ihr seid mit der Mannschaft geflogen. Ja,
War schon anstrengend. Insgesamt war es dann doch ein 25, 26 Stunden Trip. Von der Mannschaft haben wir leider nicht ganz so viel gesehen. Die sind an uns vorbei eingecheckt worden und haben sich dann natürlich auch im vorderen Bereich der Maschine aufgehalten. Der Poldi hat hinten mal vorbeigeschaut und mit ein paar Kollegen geschwätzt. Ja, okay, war ganz nett. Die Menschen, die wir bisher hier kennengelernt haben, waren alle sehr, sehr freundlich. Ach so. War für mich bisher ein sehr, sehr guter Eindruck. Dürfte so das Gesicht der Spiele oder der WM werden, hoffe ich mal. Sehr gastfreundliches Land, alle sehr zuvorkommend. Also ihr seid alle in guten Händen dort, das hören wir gerne, hier aus Deutschland. Und alles du wirst jetzt täglich so vom deutschen Team vor Ort berichten und bist quasi direkt bei denen, oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, wir sind ja ein paar Kilometer weg. Wir müssen noch dann diese mittlerweile ja sehr bekannte Fähre nehmen, um dann auch in dieses Dorf Santo André zu kommen. Ach, die müsst ihr jeden Tag fahren sozusagen? Müssen wir jeden Tag fahren, hin und zurück. Das wird jetzt noch ein kleines Abenteuer, weil da natürlich nicht so viele Autos drauf passen. Da gibt es eine größere Fähre, da passen so um die 20 drauf. Da gibt es eine kleinere Fähre, da passen so um die 10 Autos drauf. Es dürfte zu Staunen kommen, davon ist mal auszugehen. Ich hoffe, dass wir immer rechtzeitig da sind und alles mitbekommen und dann auch ordentlich Bericht erstatten können. Das hoffe ich auch und wünsche dir jetzt erstmal viel Erfolg. Wir werden jetzt auch im Laufe von der WM öfter mal skypen. Da freue ich mich schon drauf, wenn du uns immer alles Neue von den Spielern berichten kannst. Und hoffen wir mal von ganz vielen tollen Erfahrungen dort. Und lass es dir gut gehen zwischendurch vielleicht. Schön. Ich freue mich auch immer wieder von euch zu hören und dass wir ein bisschen im Austausch bleiben und immer mal wieder einen Fuß in die Heimat zu schieben. Andreas Lehner, unser Fußballchef, bis später. Viel Spaß. Ciao. Danke, bis bald. Ciao, ciao. Ja, hat ja wunderbar funktioniert. Die Leitung nach Brasilien steht. Damit sind wir also gerüstet für den 12. Da ist WM-Start und dann geht es bei uns auch richtig los. Jetzt habt ihr mal so erste Eindrücke hier erfahren können. Mit Andreas Lehner werden wir auch noch häufiger telefonieren. Er wird uns von vor Ort die neuesten Nachrichten aus dem DFB-Team liefern. Ab Donnerstag dann eben mit Uwe Morave hier aus unserem WM-Studio. Bis dahin haltet durch. Wir sehen uns ab Donnerstag täglich. Bis dann. Ciao.